Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. Ja, wir sind wieder mal mit Barry und Natalia unterwegs durch die Kanalisation, wo wir ja auch schon mit Claire und Moira durch sind. Nur, dass jetzt halt, wie gesagt, kein Wasser mehr drin ist. Ich muss mal gerade... Oh. Und es ist ja, wie gesagt, ein halbes Jahr, glaube ich, her, wenn er das richtig gesagt hat. 6 Monate, seit er sie gesehen hat. Ich glaube, da gibt es eine Karte, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er das, glaube ich, mal gesagt. Es wären 6 Monate vergangen, seit er... Wieso? Scheiße, das war nicht gut. Das war jetzt dumm. Ich hätte die, glaube ich, runtergehen sollen. Oh, verdammt. Naja. Na, warte mal ab. Hier finden wir was. Ja, die Schleuse öffnen. Das ist auch meine Vermutung, dass wir das tun müssen. Kann sie da durch? Ja, da sind Fußspuren. Wem gehören diese Fußspuren? Sind das ihre? Ah, die sind schon verdammt groß, ne? Also die Fußspuren, sag ich mal. Wenn ich jetzt mal ihre Füße so daneben stelle, kann man sie irgendwie mal so stellen, dass man die Füße sieht. Naja, gut, es geht. Also ich will jetzt kein Zentimetermaß daneben halten, aber die sehen so verdammt groß aus, die Fußabdrücke gegenüber ihren Füßen. Muss ich ja mal sagen. Also ich weiß nicht, wem die Fußabdrücke gehören. Wenn es ihre eigenen sind, warum kann sie sich dann nicht da... Naja gut, warum kann sie sich nicht dran erinnern? Ich denke mal, dass sie hat keinen Stein dabei, ne? Scheiße, ich hätte mir da unten Ziegel mitnehmen sollen, glaube ich. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, weil hier Gegner liegen. Warte, ich hole... Ach nee, ich glaube, sie kann mit Ziegelstein, oder? Moment, doch, das muss gehen. Da unten liegt hier einer. Moment. So, den nehmen wir uns mit. Nein, sie kann den leider nicht mitnehmen. Okay, gut. Weil hier der Kollege liegt und ich habe so das Gefühl, dass der gleich aufstehen wird. So, einmal hier rüber. Ja. Okay, hang on. Können wir bestimmt, aber ich gucke mich gerade noch mal ein bisschen hier um. Wobei, kann Barry da gleich nach oben? Ich muss mal gerade schauen, ob hier Leitern sind. Das sieht nämlich so aus, als könnte er das nicht. Genau, Natalia geht oben lang, er nämlich unten. Warum sind da so komische... Ich weiß es nicht. Hier sind auch nochmal Fußabdrücke. Sie kann aber hier nicht rüber. Okay. Vielleicht muss Barry gleich von unten nämlich wieder den Weg freimachen. Was ist das denn? Ah, nein, noch nicht. Stopp. Nein. Ah. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht, ob wir das hätten schon machen sollen. Keine Ahnung. Aber vorher nehmen wir die Sachen noch mit. Rubin. Oh, jawohl. Wie gesagt, es kann sein, dass das schon vielleicht einen Grund hat, warum wir das machen können mit dem Runterschieben. So, da geht's nicht weiter. Da geht's... Ja, das... Da frage ich mich, wie wir durchkommen sollen. Ich vermute, Barry kann das vielleicht wegschießen. Ich muss mal gucken. Aber erstmal schieben wir jetzt noch den Behälter darunter. Ich glaube nicht, dass wir den hier oben... brauchen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, das war jetzt schlecht. Barry, ich brauche Hilfe. Okay, er kann uns von hier nicht helfen. Dann müssen wir zurück. Dann müssen wir zurück den hier hinlocken, den Kollegen. Oder kann ich auch auf der anderen Seite lang? Ich glaube, ich kann auch hier lang, ne? Aber der wird wahrscheinlich jetzt auch aufstehen. Ne, der bleibt liegen. Okay. Oh, wir sollten uns beeilen. Der Kollege legt gerade einen Zahn zu. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ich weiß auch gar nicht, wie lange sie hier drehen muss. Aber der wird gleich hier sein. Oh Gott. Reicht das schon? Nee, natürlich nicht. Scheiße. Okay. Wo ist denn der? Was? Ach, der steht da. Okay. Okay, lassen wir ihn mal da stehen. Ich glaube, solange er da stehen bleibt, ist keine Gefahr. Dann drehe ich einfach weiter am Rad. Ich hoffe, dass er da oben bleibt. Ja, wie soll man das sonst schaffen? Das geht ja gar nicht. So, reicht das? Das reicht. Gut. Dann hätte ich trotzdem gerne noch die Karte. Die hängt da oben. Komme ich da hin? Ich sehe gerade...
Ich habe, naja, das falsche Tor nicht, aber ich habe ein anderes Tor geöffnet, okay. Also schon mal das nächste quasi. So, warum kann man die runterschubsen? Ich habe keine Ahnung. So, ich muss da oben hin. Ja, super. Wie soll ich denn den jetzt hier wegkriegen? Barry kann mir ja nicht wirklich helfen. Ich habe keine Ziegelsteine. Hoffentlich habe ich mir das nicht verbaut. Kann sie hier runter? Nein. Oh, das ist schlecht. Kann ich vielleicht an dem vorbeischleichen? Warte mal. Probieren wir es mal. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Na, wir könnten sogar Glück haben. Wir haben Glück. Weil Nahkampfangriff kann ich keinen machen. So, Karte. Die hätte ich gerne. Danke. So, hoffentlich bemerkt er das nicht. Okay, er ist offenbar taub. Alles klar. Aber die Musik verheißt gerade nichts Gutes, deswegen... Ah, ich schieße ihn gleich einfach von unten ab. Muss ich ja sowieso, glaube ich, ne? Ich muss ja... Ja. So, was habe ich denn für eine Waffe? Ich habe die normale Pistole ausgerüstet. Sehr schön. So, Kollege. Das war's für dich. Kann mal ein bisschen besser Position bringen. So, und... Und tschüss. So. Der hier steht wahrscheinlich auch nochmal auf, ne? Nee, okay. Der ist dieses Mal nicht... Dann schauen wir uns doch erstmal ein bisschen hier um. Da liegt noch einer. Oh, es wird gespeichert. So, ich vermute mal... Ja, der bewegt sich schon. Der denkt mal kurz nach anscheinend. So, wer steht denn hier alles auf? Komm, steht mal alle auf hier. Komm, ja, ja, sehr schön. Sehr schön. So, dann machen wir hier einmal Bumm. So, und dann hier nochmal Bumm. Oh, das war knapp. Und schon hat sich die Sache erledigt. So, die lösen sich auf, ne? In Wohlgefallen. Ja, wunderbar. So, da kommen wir noch nicht weiter. Das heißt, oh, was haben wir hier noch? Rauchpulver und... Yes, sehr schön. So, ein Rubinje. So, da könnten wir auch wieder was runterschubsen. Ich weiß aber nicht, ob das hier vonnöten ist, weil da nur einer liegt. Ich glaube, den lassen wir einfach. So, haben wir noch was zum Abschießen hier? Ach, ich kann hier rauf. Ja, okay, von mir aus. Stell ich mal hier drauf. Vielleicht kann er von da aus gleich was abschießen. Ach ja, apropos abschießen. Apropos abschießen. Wo war denn dieses... Das Teil, wo Natalia nicht weiterkam? Diese Absperrung, die war... Moment, ich muss gerade mal mit dir gucken gehen. Eventuell komme ich ja jetzt weiter. Der bleibt liegen, ne? Gut. So, 4, 3 und 2 müsste dann auf der anderen Seite sein. So, das Tor ist auch offen. Jo. So, und hier komme ich nicht durch. Da muss ich jetzt gerade mit Barry mal gucken gehen. Ob wir da irgendwas machen können. Können wir das wegschießen? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, so, da liegt einer. Ich hoffe, der bleibt liegen. Ich schleiche mich mal ein bisschen an ihn ran. Soll ich erst das Ding runterschubsen? Ich weiß es nicht. Na komm, wir drehen erstmal am Rad. Dann schleichen wir uns gleich vorbei und schubsen das Teil oben runter. Oh, 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 warte, warte, warte. Wir schubsen erst das Teil runter. Habe ich gerade beschlossen. Weil da ist ein Kollege unterwegs. Ach, das ist nur ein Schwein. Ich dachte, das sah gerade so groß aus. Okay, ein Schweinehund und ein paar Zombies. Ja gut, okay, komm. Wir schubsen doch erst das Ding runter. Na, direkt davor stellen. So. Also sie macht das auch sogar schon von selber. So, können wir denn hier oben noch irgendwas machen? Da ist wieder was zum Wegballern. Ansonsten ist hier erstmal nichts. Okay, gut. Du bleibst liegen, ne? Schön brav liegen bleiben. Und dann machen wir den Weg frei. Oh
krass, dass die Kleine so viel Kraft hat, dieses Rad zu drehen. Also ich wüsste nicht, ob ich in dem Alter die Muckis gehabt hätte, für so ein Ventil aufzudrehen. Es sei denn, natürlich ist es nicht so fest verschlossen. So, da oben ist ein Schweinehund. Nicht der innere, aber auch genauso nerviger. Ich glaube, diesmal baller ich den einfach über den Haufen. Oder warte. Moment. Vielleicht können wir... Nee, das reicht nicht. Die Zeit reicht nicht. Okay, dann komm. Ballern wir die einfach ab. Die brauchen ja zum Glück nicht viel Schuss. Ja, ich habe schon wieder Energie verloren. Verdammt nochmal. Da war nichts mehr, ne? So, steht auf. Ach so. Toll. Einfach nur eine Dampfflasche gewesen, oder was? Das ist ja auch irgendwie sinnfrei. Aber naja, gut. Soll mir auch recht sein. Ich weiß zwar nicht, wofür man jetzt da unbedingt Nebel produzieren sollte, aber auf der anderen Seite ist es mir auch egal. So, ein bisschen Alkohol für schlechte Zeiten. So. Ach, da ist auch noch einer. Okay, das ist aber bestimmt wieder für Nebel. Ja, toll. Bringt mir ja gar nichts. Ich meine, vielleicht später irgendwann mal, aber momentan... Okay, wir sollten da vielleicht nicht hingehen. Er hält sich da so die Hand vor den Mund. So, der löst sich auf, ne? Gut, nicht, dass es wieder so komische Eiterpickel gibt. So, hier ist nichts mehr. Gut. Hier war aber irgendwo noch eine Barrikade, ne? Da oben. Okay, einfach mal rübergeschoben. So, und da war eine Truhe, habe ich gesehen. Die machen wir direkt auf. Meine Schatztruhe. Wo war sie denn? Da unten. So, ihr bleibt liegen, ne? Nicht aufstehen. Ich habe nämlich... Wer denn? Okay, der. Warte. So, komm, Quatsch, jawohl. So, perfektes Teamwork mal wieder. Also ich muss sagen, mit den Koop-Partnern hier kann man echt gut interagieren. Also das haben sie echt besser hingekriegt wie in Teil 5. Wesentlich besser. Gut, Teil 4 brauchen wir nicht drüber reden. Teil 4 war ja auch eher so, ja, Ashley war ja nicht wirklich eine Hilfe. Manchmal schon, aber die konnte ja wirklich, eigentlich konnte sie ja nichts machen. Also sie hatte keine Waffen. Komischen Lampen, die man da einmal werfen konnte. Aber ansonsten waren das nicht so coole Rätsel wie hier. Oh, eine seltene Teilebox. Da muss ich sagen, also ich glaube, wenn man das hier im Koop-Modus spielt, ist das noch eine ganze Ecke cooler. Könnte ich mir vorstellen. So, können wir hier wieder irgendwas runterschubsen, was Barry hilft? Im Moment sieht es nicht so aus. Hier vielleicht. Ah, okay, alles klar. Natalia, ich bin auf dem Weg. Keine Angst. Ach, verdammt. Das war ja mal wieder klar. Oh, oh. Ja, ja, ich komme. Bin schon da. So. Alles gut. Alles Paletti. Ah, da ist noch was. Ein Topaz. Sehr schön. Können wir nachher wieder leveln. Wie gesagt, weil dann muss man ja auch live diese Dinger hier mit seinem Partner direkt machen. Das finde ich ja dann... Moment, ich gehe mit Natalia mal, glaube ich, ein bisschen weg. Also so wie bei Portal 2 zum Beispiel, dass man direkt die Rätsel... das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Fies, sehr fies, würde ich das mal sagen. Aber ich habe ihn getroffen. Und ab hier kriege ich ihn auch. Okay. Gut, Portal 2 ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass man direkt gucken muss, wo kann der eine hin, wo kann der andere hinlaufen, was kann man eventuell machen. Man muss ja nicht switchen, man hat ja den Partner direkt dabei. So hat ja, wie gesagt, jeder seinen eigenen Bildschirm, jeder muss gucken, was muss ich machen. Also das finde ich bestimmt auch nicht schlecht. Man muss sich dann auch noch anders koordinieren und so weiter und so fort. Also da, wie gesagt, der Koop-Modus ist bestimmt auch nochmal geil. So, ich muss mal gerade gucken. Kann Barry denn jetzt hier ein bisschen weiterkommen? Ich will mich nicht zu weit von Natalia entfernen, ehrlich gesagt. Ah, da sind noch Kisten. So,
So, da ist Tor 1. Das müssen wir natürlich auch noch öffnen. Ach du Sch... Okay. Ja, wo denn? Scheiße, sowas ist natürlich jetzt blöd. Aber sie kann es anscheinend trotzdem sehen. Warte mal. Ich gehe mal hier hinten hin. Ja, ja. So, dann gehen wir mal... Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Okay, wo ist es? Da unten. Gut, das Vieh ist im Moment nicht aggro auf uns. Das heißt, wenn ich Natalia da oben lasse, müsste sie es sehen. Ah ja. Ja, hab ich. Scheiße. Ah, okay, higher. geil, jetzt haben wir auch mal gesehen. Ist das widerlich. Alter. Boah, ist das ekelhaft. Die lassen sogar noch so kleine fallen. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Boah, alter Schwede. Ist das widerlich. Ist das widerlich. Einfach nur. Das ist ja an Ekelhaftigkeit kaum noch zu übertreffen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also das ist ja nun wirklich mehr als eklig. Hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Hallo, hallo. Bleiben Sie doch mal ruhig, junger Mann. Eieieiei. Aber auch zu zappeln. So. Es wird alles gut. Lass uns die Sache jetzt nochmal durch den Kopf gehen und dann war's das. Genau. Wink nochmal kurz zum Abschied. Alles klar. Ist hier noch einer? Ach nee, der hat sich nur in Wohlgefallen aufgelöst. Bah, was sind diese so Viecher so ekelhaft? Das ist ja... Boah. Ich meine, die kamen mir so schon ein bisschen ekelhaft vor. Okay, der macht das ohne Arme. Weißt ja, Kollege, ne? Keine Arme, kein Keks. Wollte wohl mal zeigen, wie cool er da drüber steigen kann. Ja, oder so. Jetzt habe ich natürlich wesentlich mehr Muni verbraten. Scheiße. So, wir gehen jetzt erstmal zu den Kisten. Vielleicht kriege ich hier noch was. So, Köderflasche, Sturmgewehr, Muni. Ich gucke jetzt mal gerade. Oh, warte. Ach, da. Den haben wir, ne? Gut. Was können wir denn noch? Kombination Alforno. Wir können eigentlich nichts kombinieren im Moment. Das ist sehr schön. Okay. Also, dann gehe ich jetzt mit Natalia aber erstmal hier vorne hin. Achso, halt. Ich muss hier den Weg frei machen. Da vorne, da können wir auch schon mal was machen. Ja, ja, ich weiß. So, und dann, wo war die andere Stelle? Hier vorne. Moment, Moment. Da, genau. So, da haben wir jetzt gerade beide Stellen schon freigemacht. Dann bleibe ich erstmal hier. Und dann komme ich mit Natalia erstmal darüber. So, hier wieder die Kiste aufmachen. Ja, ich weiß. Ach, hier, weißt du? Kann man denn nicht mal hier in Ruhe ein bisschen was machen, ohne dass hier direkt einer kommt? Danke. So, müssen wir leider nochmal machen, sorry. Nein, daneben. So, hier könnte es richtig sein. Es wird wärmer. Oh, komm. Das gibt's doch jetzt nicht. Ja, 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 ja. Yo, sehr gut. Nummer 2. Ja, ja, oh, sehr gut. Fast sogar die Mitte getroffen. Klasse. Nein. Ach, manchmal ist es wirklich gemein, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ja gelesen, dass die Leute, die das mit... Oder was heißt gelesen? Ich habe es eigentlich auch gesehen nochmal in einem anderen Let's Play. Dass wenn man das mit einem Controller spielt, der vibrieren kann, das wohl dauerhaft vibriert.
Zumindest so lange, wie man richtig ist. Aber ich glaube, selbst da, wenn es dann am Ende aufhört zu vibrieren, also beim letzten Millimeterchen, sage ich mal, dann bringt einem das auch nichts. Nichts groß, denke ich. Ach, diesmal steht der Kollege komplett auf. Auch nicht schlecht. So, komm her. Tschö. So, ein bisschen Barbecue. Bing. So, da einmal Topaz. Wunderbar. Ach ja, der gab es ja auch noch. Toll. Den Kollegen gab es ja auch noch. So, warte mal. Gehen wir mal hier hin. So, und jetzt warte ich wieder, bis der hier vorne ist, weil da konnte ich ihn am besten treffen. So, hier, ab hier ungefähr. Jawohl. So. Jetzt schieben wir erst das Ding runter, bevor dieses widerliche Vieh kommt. Vielleicht kann ich es nämlich damit ausschalten. Da liegt noch was. Das tun wir schon mal markieren. Dann gehen wir jetzt erstmal rüber mit Natalia. So, haben wir noch irgendwas mit Bling Bling? Da unten ist noch eine Flasche. Ah, das ist natürlich blöd. Ich würde die Flasche gern mitnehmen, ne? Aber ich komme mit Natalia, glaube ich, nicht nach unten. Das ist schlecht. Hier ist auch noch was. Habe ich das vorhin auch gesehen? Nee, ich glaube nicht. Oh, Magnum-Muni. Geil. Ich glaube, das habe ich übersehen beim letzten Mal. Nee, ich glaube, mit Natalia komme ich nicht nach unten. Scheiße. Das ist natürlich jetzt doof. Muss ich mal gucken. Vielleicht werfe ich irgendwas weg, aber das ist eigentlich auch Blödsinn. So, das kann ja nicht nach oben, ne? Boah, wie sich hier die Sicht verändert, ne? Aber wir machen mal, warte mal. Der kommt ja weiter schon, ne? Ich glaube, wir machen gerade mal das Tor auf, by the way. In der Hoffnung, dass dahinter natürlich auch noch 10 Gegner lauern. Mache ich schon mal das Tor auf. Ja, da ist auch noch was dahinter. Ich sehe es schon.